Ja, dann schon. Go! Weil wenn die dominant werden wollen. Hallo. Am besten morgen. Bayern? Und zu diesem Museum gehören noch viele andere, zum Beispiel die Zeche Zollern gehört noch mit dazu, das Textilmuseum in Bocholt, Glashütte Gernheim, Ziegelei Lage, dann haben wir noch in Hattingen Standort in Bochum. Und wir hier beschäftigen uns eben mit dem Thema Wasser, mit dem Kanal, mit der Binnenschifffahrt und als Höhepunkt natürlich schon auch mit unserem Schiffshebewerk selbst. Und damit sind wir eigentlich schon beim Thema. Ne? Es ist eigentlich erstmal so die Frage, warum musste das Ganze hier denn überhaupt sein? Und die Frage, die klären wir einmal im Gebäude. Die Reibung zwischen Daumen und Zeigefinger. Und das hier war mal sündhaft teuer, 2,8 Millionen Reichsmark. Das war damals unheimlich viel Geld. Andererseits kam man mit dem Hebewerk an die Höhe. Das ist nicht unbedingt mit dem Schwimmerschiffshebewerk, hat der Forscher schon angedeutet. Es gibt noch das Prinzip des Gegengewichts. Das finden Sie zum Beispiel in Schornbeck. Warst du da schon mal? Den Rekordhalter an diesen drei Schluchtenstaudamm mit etwa 110 bis 140 Metern. Das ist klar, das kann keine Chance mehr schaffen. Das geht auch nicht mit Schwimmern. Das geht nur noch mit Gegengewichten. Das heißt, wenn wir das nächste Mal Aufruf machen, dann schauen Sie sich doch das in China einmal an. Hier in unserer, nein, aber die Chinesen haben sich hier informiert. Die hätten am liebsten das hier gleich mitgenommen. Ne? Die sind ja so, die Chinesen. Aber wir haben gut drauf aufgepasst. Adler, die beiden Provinzen, durch die der Kanal führt, zusammen. Krone, Apfel und Zepter noch, ne? Die Insignien. Und ansonsten wünschte Kaiser Wilhelm II., dass alles unverziert war, dass man die Technik sieht. Das war neu, offenes Stahlfachwerk. Das hatte zuvor nur so ein Herrn Eiffel in Paris errichten lassen. Und bei diesem Turm von dem Herrn Eiffel in Paris, da hat man sich wahnsinnig aufgeregt, wie unästhetisch das ist. Das ist eine Beleidigung fürs Auge. Also die Bevölkerung von Paris, die war schockiert von diesem hässlichen Turm. Umgegangen, warum es das Ganze denn überhaupt hier gibt. Und eigentlich gibt die Antwort darauf Kaiser Wilhelm II. Denn der sagte, Deutschlands Zukunft liegt auf dem Wasser. Er hat das natürlich auf die Weltmeere bezogen, aber man kann es auch sehr gut auf die deutschen Binnengewässer beziehen. Denn ohne ausreichend gute Verkehrswege, ob jetzt zu Lande oder zu Wasser, ist Wohlstand, Industrie und vor allen Dingen Handel überhaupt nicht möglich. Und gerade mit dem Aufschwung des Ruhrgebiets, mit der Montanindustrie hier, wurden diese Verkehrswege immer wichtiger. Man nutzte vor allem die Eisenbahn, die entstand ja gerade so Mitte des 19. Jahrhunderts, aber die stieß bald an die Grenzen ihrer Möglichkeiten. Das war ja auch noch nicht so ausgebaut, wie wir es heute haben. Dann überlegte man sich, die Schifffahrt, das wäre eine Alternative. Ich weiß jetzt nicht so genau, woher Sie kommen, allesamt. Von zu Hause. Wo ist denn Ihr Zuhause? Ich glänze. Bitte, wo? Frankfurter Raum oder Düsseldorf. So viel geografische Kenntnis über das Ruhrgebiet voraus oder auch, wenn Sie aus Glänze kommen. Habe ich das richtig gesagt? Dass Sie wissen, dass es hier, wie es hier um die Wasserwege bestellt ist. Der einzig wirklich, das Ruhrgebiet selbst hat nicht viele natürliche Wasserwege. Wir haben die Ruhr, darum heißen wir ja Ruhrgebiet, und wir haben die Emscher. Beides für die Schifffahrt relativ untauglich. Das einzig wirklich Brauchbare, das ist so quasi bei Ihnen um die Ecke, der Rhein. Und der Rhein ist gerade von uns aus gesehen, also so sagen wir so Region um Dortmund, schon relativ weit weg.
Dann hat der Rhein noch einen weiteren Nachteil. Der fließt durch Holland. Und das, da sagte Kaiser Wilhelm II., das wäre im Kriegsfall ein bisschen ungünstig, wenn wir durchs Ausland müssen. Deswegen hat man sich überlegt, wie man das östliche Ruhrgebiet mit einem eigenen deutschen Seehafen verbinden könnte. Das hätte auch noch den Vorteil, dass man die deutschen Küstengebiete direkt mit Kohle beliefern könnte. Die deutschen Küstengebiete, Nord- und Ostsee, wurden bis dahin mit englischer Kohle versorgt. Und da sagte das Ruhrgebiet, Moment, diesen Absatzmarkt, den wollen wir selber haben. Aber es war schon immer so ein bisschen, also früher wie heute, wenn neuer Verkehrsweg gebaut werden soll, es gibt ja immer einen, der was zu meckern hat. Ne? Damals wie heute. Damals waren es vor allen Dingen die ostelbischen Junker. Das waren die Vertreter der Landwirtschaft, eben ne, ostelbisch. Und die sagten, so ein Verkehrsweg, auch ein Kanal, der funktioniert hier in zwei Richtungen. Das heißt, sie fürchteten eigentlich englische Getreidelieferungen, die ihnen Konkurrenz darstellen. Andere Kohlenreviere, zum Beispiel Schlesien und das Saarland, die fürchteten auch eine verkehrsrechtliche Benachteiligung. Und dann war da auch noch als dritter Gegner das Finanzministerium, was gegen den Kanalbau war, denn die sagten, die Eisenbahn ist staatlich, wieso sollen wir unsere eigene Konkurrenz schaffen und finanzieren? Trotz aller Widerstände, es wurde beschlossen, diesen Kanal zu bauen. Begonnen wurde mit dem Kanalbau 1892 und geendet oder alles fertiggestellt hatte man schon 1899. Also 8 Jahre Bauzeit für einen Kanal. Ich weiß, die Karte ist jetzt ein bisschen klein, der von Dortmund. Vielleicht kommt ihr einfach noch einen Schritt näher, dann kann man es noch besser sehen auf dieser riesigen Karte. Von Dortmund bis Emden. 8 Jahre Bauzeit für diesen Kanal mit rund 260 Kilometern Länge und er umfasst nicht ganz 400 Bauwerke. Bauwerke wie zum Beispiel hier das Pumpenwerk bei Olfen, Sicherheitstore, Brückenunterführungen, Betriebsgebäude, 20 Schleusen und ein Hebewerk. Ich sage es nochmal, etwa 260 Kilometer Kanal und knapp 400 Bauwerke in 8 Jahren Bauzeit. Realistischer ist dieser Anblick von den Bauarbeiten. Mit Muskelkraft, mit Schaufel und Picke wurde das meiste verrichtet. Zu Spitzenzeiten gab es ja etwa 4.500 Arbeitskräfte im Einsatz, aber natürlich auf die Menge verteilt ist das gar nicht mehr so wahnsinnig viel. Man hat hier im Ruhrgebiet gar nicht ausreichend Arbeitskräfte gefunden, die waren im Bergbau eigentlich gut untergebracht, auch hier. Ne? Vor allem im Bergbau konnte man ganzjährig arbeiten, das hier war Saisonarbeit. Man zog die Arbeitskräfte aus dem gesamtdeutschen Reich zusammen, waren ja noch andere Grenzen als heute. Und man musste sogar auf Ausländer zurückgreifen, obwohl man das zunächst gar nicht wünschte. Vor allen Dingen hat man auf Italiener zurückgegriffen. Die Italiener, das waren Spezialisten für Gesteinsarbeiten. Und die Holländer waren auch da. Und die waren natürlich nicht für die Tulpenbeete hier und alles, was mit Deich, Damm, Wasser und dergleichen zu tun hat. Das ist die große Frage, warum hat man denn jetzt hier das Hebewerk errichtet? Wenn man sich den Verlauf des Kanals von Dortmund bis Emden anschaut, dann muss man einen Höhenunterschied von 70 Metern überwinden. Baut man jetzt den Kanal schön entlang des Geländes, dann läuft er leer. Das ist ja eine künstliche Wasserstraße, ohne Quelle und ne, da kommt von oben nichts nach. Das heißt, der läuft leer wie diese Badewanne. Jetzt könnte man natürlich sagen, alternativ, man baut von Dortmund bis Emden alles waagrecht, dann hat man nur in Emden ein relativ hohes Problem. Und andersrum, sich durch die Erde zu wühlen bis Dortmund, ne, ist auch nicht so sinnvoll. Deswegen wird der Höhenunterschied nach und nach mit Stufen überwunden. Und diese Stufen, die nennt man normalerweise Schleuse. Wie eine Schleuse funktioniert, wissen Sie alle, oder? Mhm.